Nicht? Also ich habe das mulmige Gefühl, da ist ein Alien drin. Schon cool aus. Fühlt man sich ein bisschen wie bei Star Wars. Sparen Sie Munition, man kann nie wissen, wann man sie braucht. Nee, ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. War auch niemals mein Plan, Munition zu sparen. So, jetzt hier. Okay, wir sind auf einem anderen Schiff. Hoffentlich aliensicher, aber... Ricardo, hören Sie mich? Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Wo sind wir denn jetzt überhaupt hingeflogen? Ziel. Wo sind wir denn jetzt hingeflogen? Erkunden Sie die Anesidora. So wie es hier aussieht, war hier auch Alien-Action. Na toll. Bringen Sie Systeme der Anesidora wieder online. Wie mache ich das denn? Hier schon mal nicht. Also ich glaube, hier war Alien Action. Oder warum ist die ausgeschaltet? Habe ich irgendwas verpasst? Wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anesidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland-Yutani-Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Marlow hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Alles nur wegen Profitgier. Alles nur wegen Profitgier. Das ist echt scheiße, Leute. Schrecke ich mich wegen dem Licht. Also ich finde es echt scheiße. So, wir haben hier so ein lustiges Terminal. Kann man da Sachen machen? Privat, Signal empfangen. Marlo, hey. Hayes sagt, er hat gerade eine Art Signal entdeckt. Luis arbeitet an der Entschlüsselung. Könnte die Nostromo sein? Willst du dir das selber ansehen? Nö. Technikbericht, bla 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 bla. Der neue Code lautet 4510. Ich habe was zum Schreiben. 4510. Okay. Was haben wir hier? Fehler. Wir sind außerhalb von Sevastopol. Marlo und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlos Schiff. Sie ist Marlos Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlo zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Mhm. Na toll. Den hätte ich mir jetzt eigentlich auch merken können für die kurze Zeit, aber man weiß ja nie. So, Generator. Tipp, 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 tipp. Tipp, 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 tipp. Das ist auch ein bisschen nervig, ne? Das könnt ihr im Prinzip, ja gut, okay, ich verstehe das schon. Es ist natürlich, dadurch, dass ich so viele Tasten drücken muss, dauert es länger. Und man hat ja dann natürlich Angst, dass in der Zeit das Alien kommt oder jemand anderes. Man braucht ja Zeit dafür. Und das ist halt eben nervenaufreibend. Das sehe ich wohl schon ein. Ripley, die ist schon klar, dass hier Alien-Action ist. Der Marlo hat bestimmt irgendwas mitgebracht. Okay, und jetzt? Habe ich gemacht und jetzt? Nanu! Ach,
hier kann man doch. Kann man hier noch Sachen machen? Ah, ich muss noch warten, bis der hochgefahren ist. Ach, wie ich das da hasse. Huh! Aber ich bin gut da drin. Obwohl ich immer das Gefühl habe, den letzten verpasse ich eigentlich, aber weil es auf leicht gestellt ist, ist das Spiel vielleicht gnädig zu mir. Okay, Systeme online. Und jetzt? Geh auf. Ricardo, hat sie nicht hören können? Die Hauptenergie der Anesidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen. Und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Hey, Ripley. Willkommen auf der Anesidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Sie haben mir Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend offline sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. Was für Sachen? Finden Sie Marlow. Wo ist denn Marlow? Ganz da hinten. Okay. Wir folgen mal dem lustigen Bewegungsmelder-Ding hier. Der Marlow, ne? Wie viele Leute sind jetzt gestorben dafür, dass du ein bisschen Geld gemacht hast? Eventuell. Noch hast du es wahrscheinlich nicht. Wollen Licht an. Wollen Sie Teil meiner Mannschaft werden? Sind viele Stellen offen. Aha. Hey, Mann hat mich hintergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Taylor! Marlow, was machen Sie da? Was sich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Ein Alien, vermute ich mal. Guck mal, hier sind kleine... Warum ist das Ding hier? Jetzt mal im Ernst. Oh mein Gott, wie viele sind hier auf dem Schiff? Wie viele? Ich habe doch noch so eins gehört. Und gibt's hier vielleicht irgendwo mal eine Speicherei? Da unten. Ach, shit, ey. Ich will nicht sterben jetzt hier, diesen kleinen Mistdingern. Sevastopol, was auch immer sich an Foster gehaftet hat, ist tot. Es lag neben ihrem Bett auf dem Boden, eingerollt wie eine Spinne. Foster sagt, ihr geht es gut, aber ich habe sie trotzdem in den Hyperschlaf geschickt. Das Ding muss irgendwas getan haben. Vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Sevastopol ist die nächstgelegene Station. Ich werde sie zur Untersuchung hinbringen. Oh. Es könnte ein Problem mit der Quarantäne geben, aber die Nostromo-Flugschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Ihr seid doch alle so dumm. Anesidora, hier spricht Marshall Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht. Sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Mann, 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 Mann. Oh, oh. Ich höre Sachen. Pumpgun-Patronen, genau. Ich wollte gerade sagen, ich muss mich hier ein bisschen mehr umgucken. Ich hier nicht zu viel Zeug liegen lasse. Das ist ein Feuerlöscher. Okay, noch. Ich habe versucht, Foster zu retten. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Ja, wie willst du das bitte machen? Wir haben hier zwei Schiffe. Aha. Wir haben hier
zwei Schiffe mit Alien-Action. Wie willst du denn hier bitte deine Spuren verwischen? Kannst du mir das mal klären? Dumpfbacke, ey. Elende Dumpfbacke. Ach, übrigens muss ich mal dazu sagen, kann es jetzt sein, dass ich die Folgen nicht immer so abschließe wie sonst immer, weil irgendwas, ich habe keine Ahnung, ob ich die Uhr angemacht habe oder nicht und deswegen spiele ich jetzt einfach durch und werde das so schneiden. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ja, ich möchte gerne speichern. Was haben wir hier? Sprengkapsel? Oh. Ich drücke immer noch die falschen Tasten. Das ist nicht gesund. Da lang. Wie weit ist denn der noch weg? Sag mal. Okay, nicht mehr weit. Na, verwischst du lustig deine Spuren? Flugschreiberdaten ansehen. Sieht sehr komisch aus, dass die das da lesen können. Der Bildschirm, die Bildschirme sind vor allen Dingen das. Ich meine, es... Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff... Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine... Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Ja. Och nö, ne? Jetzt wissen Sie Bescheid. Was machst du denn da? Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Ja, eigentlich hat er aber recht. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Oh. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Warnung. Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Was? Ich hab's gefunden. Und jetzt? Ja, wie denn? Wo soll ich denn... Hä? Jetzt? Was passiert jetzt? Okay. Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf Manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es?
Was soll ich denn jetzt machen? Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Wir haben Zeit. Das und das und das. Das und das. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Und nu? Das hier? Ui. Jetzt war auf einmal der Ton weg. Hui. Oh Gott. Sie haben es geschafft. Halt. Das war stimmt nicht. Ich verstehe nicht. Primärsystemeinsturz. Systemweite Störkaskade. Oh, Scheiße. Marlo hat eine Überlastung erzwungen. Das Schiff wird in zwei gerissen werden. Warnung. Oh, oh. Warnung. Kritischer Einsturz. Und jetzt? Oh. Entkommen Sie. Okay, ganz in Ruhe. Wo muss ich denn hin? Das sagst du mir. Da hinten? Oh, shit. Ey, geh auf! Okay, ich muss wohl hier lang. Alter, und ich habe das Gefühl, hier kommt gleich noch ein Alien. Aber theoretisch dürfte es meine Schritte nicht hören. Ich renne jetzt einfach nur noch. Weiter hier lang. Oh, und jetzt? Immer noch hier lang. Renn, Ripley. Oh, shit, 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 shit. Oh. Ripley. Aua, aua. Scheiße, ich muss zurück zu den Shuttles. Wohin? Da lang. Oh, ja, ich merke, dass hier was einstürzt. Alte. Warnung. Kritischer Einsturz. Warnung. Oh, Scheiße. Ripley, jetzt lauf. Lauf doch. Oh, Mann, 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 Mann. Das wird knapp, das wird knapp. Da ist dein Shuttle, Ripley. In dein Shuttle. Okay, 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 okay. Huh, Errungenschaft freigeschaltet, die Nachricht. So, Taylor ist jetzt wohl auch platt, Marlo auch. Die Anisidora ist kaputt. Was denn jetzt? Auf dem anderen Schiff... Ich weiß nicht, ob das besser wäre, wenn ich einfach da geblieben wäre. Okay, man hat natürlich immer noch eine Chance, ne? Aber auf dem anderen Schiff sind 50 Millionen Aliens. Ricardo. Ricardo. Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Oh. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanzshuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Finden Sie einen Weg, die Torrents zu kontaktieren. Wie soll ich das denn tun? Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sebastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Okay. Gibt es irgendwo... Ich weiß jetzt nicht, ob der gespeichert hat, ne? Gibt es nirgendwo eine Speicherei? Nee, ich mache jetzt hier mal eine Pause, Leute. Und wir sehen uns entweder gleich nach einem kurzen Cut wieder oder in der nächsten Folge. Macht's gut, tschüss!